Und da sind wir wieder. Moment, ich muss mir einmal eben kurz einmal... So. Und wir fahren jetzt die Savannah Ray Trophy bei der Pro Invitational, bla und so weiter und so fort. Ach du Scheiß, mit Trucks? Yeah. Kicker Racing oder... Ach, fahren wir sofort. Kenwood Racing, unser neues Team, was sich uns anbiedern möchte. Dass wir unsere Pro-Skills bei denen ins Team stecken. Letztes Mal hast du das Auto wie neu zurückgebracht. Alles ist bereit. Echt? Also ich erinnere mich an mein letztes Rennen in Monaco und da habe ich das Auto nicht so heil nach Hause gebracht. Kenwood. So, Fahrzeugeinstellungen. Ein bisschen kürzere Übertriebensetzung. Weiß ich auch nicht, ich kann es nicht sagen. Schotter 100%, ich lasse erstmal alle so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Los geht's! Ah, endlich mal wieder richtig schön im Schotter fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche auf jeden Fall bessere Haftung. Mein lieber Kollege Franz. In links 6. 60. Hm? Links halten, über Kuppe. Ja, genau. Rechts 6 in. Links 3 macht zu. Ja. Mach ich. Mach ich. Oh, da war so ein Zeitding. Oh, da war eine Kurve. Oh, da war ein Busch. Links 6. Uiuiuiui. 4 macht auf. Über Weiderost. In links 4. Über was? Weiderost, was zum Geist? Weiderost. Ui, da war ein Teich. Aber das dürfte nicht so viel Zeit gekostet haben, passt schon. So, jetzt aber. Oh, bei ihm. Rechts halten, übersprungen, rechts 6, übersprungen. Ja. Ui. Ja, genau. 40 links 5 macht zu, rechts halten bei Ausgang. Yo. 40 durch linkes Tor bis Ziel. Ja, okay. Dann wollen wir mal gucken, was es gebracht hat. Sechster. Ach du Scheiße. Okay, da starten wir neu und da muss ich jetzt erstmal ein paar Verbesserungen, ein bisschen das Auto tunen. Und zwar brauche ich auf jeden Fall bessere Beschleunigung. Höherer Antrieb verbessert den Grip in Kurven, ja. Reduziert aber meist auch die Höchstgeschwindigkeit. Eine härtere Aufhängung verbessert das Kurvenverhalten, verringert aber die Fahrzeugstabilität in unebenem Gelände. No. Eine höhere Bodenfreiheit bringt Vorteile in unebenem Gelände, kann sich aber ungünstig auf das Kurvenverhalten auswirken. Nee. Ein stärkeres Differential erhöht das Übersteuern und erleichtert Drift. Ein Schwächen. So. Das müsste jetzt eigentlich hier mir hoffentlich ein bisschen besser liegen. Ich trinke noch mal einen Schluck. Und dann kann es weitergehen. Weil Sechster, das kann ich ja natürlich auch nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde ja immer schlechter hier. 40. Links, 6, rechts, 6, mal zu. Links, rechts, 6, rechts. Wow, wow. Links, rechts, vorne, hin. Woo! Ich fühle mich wie beim ersten Rennen. 60, sprungvoll. 60, rechts, 5. Alle, hoppa. Oh, 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 alt, Strecke, 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 Strecke. Passt schon, alles gut, nichts passiert. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh, Moment. Nein, da muss ich jetzt die Zeit rausholen, das nützt alles nichts. Also ich möchte schon irgendwo zumindest in die Nähe des Treppchens kommen.
Ansonsten kriegen wir... Hallo, was war das denn? Ansonsten kriegen wir einfach unsere Punkte nicht voll. Und jetzt muss ich für... So. Ich bin gerade gelandet. Ah. Und jetzt muss ich tatsächlich für eine Kurve zwei Wiederholungen verbrauchen. Ey. Das ist aber scheiße. Rechts 4 macht... Okay. Okay. Oh, Franz, was würde ich ohne dich tun? Das war vielleicht ein bisschen derbe über den Huckel. Ja, links, rechts, vorne, guck mal. Ja, mach ich schon. Oh, guck mal, da war ein so ein Mast umgefahren. War der noch von mir? Komm schon. Erster, jawohl. Also wenn das nicht was gebracht hat, dann weiß ich es auch nicht. Knapp davor, ganz knapp davor. Ach, scheiße, jetzt habe ich mir aber nicht gemerkt, was für eine Zeit ich vorhin gefahren bin. Auf jeden Fall besser. Und was ich mir überlegt habe, ob ich mal sowas mache, dass ich ein Rennen halt mal so aufnehme, also den Ton und sowas alles aufnehme, aber dann mein Kommentiertes dann nachher auf die Wiederholung lege. Das heißt, dass man hier die Wiederholung mit diesen coolen Kamerasichten und sowas sieht, aber meine richtigen Kommentare dabei. Das habe ich mir schon mal überlegt, dass ich das mal ausprobiere. Das könnte ich nachher eigentlich mal machen. Mal gucken, vielleicht gefällt euch das ja. Komm, wo steht denn, was das ist? Schotter, 67% Asphalt. Höherer Antrieb verbessert den Grip in Kurven. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Auch die Höchstgeschwindigkeit. Ein stärkeres Differential erhöht das Übersteuern und erleichtert Drift. Ein schwächeres... So, mal gucken, was wir hier noch rausreißen können. Los! Das war vielleicht ein bisschen viel über Nucke. Sprung voll in links, drei lang. Okay. Ei, schon wieder. Ich darf nicht immer so die Kurven schneiden. Das kostet erbärmlich viel Zeit. Was mich schon mal was natürlich auch mal so eine interessante Frage wäre. Hey, die Kurve kenne ich doch. Ich konnte überhaupt nicht abbremsen. Was mich auch mal so interessieren würde. Ich gebe hier immer so fürchterlich viele Geräusche beim Fahren von mir. Machen das wo die richtigen Rennfahrer wo auch irgendwie? Und vor allem, wenn die so komisches Zeug... Warum kann ich nicht kurven? Und vor allem, wenn die auch so komisch irgendwie fahren und sich irgendwo verschätzt haben, machen die da auch so... Okay, also so schlecht kann ich ja nicht sein. Da war aber ein fieses Schlagloch. Weil einen Typ habe ich schon mal eingeholt. Aber davor klafft auch eine ganz fürchterliche Lücke. Aber der hält mich jetzt gleich irgendwie auf, habe ich das Gefühl. Und
da wird plötzlich aus so einem Zeitrennen ein richtiges Rennen. Links 6 lang. Oi, oi, oi. Zweiter, das ist doch super, da kann ich auch super mit leben. Boah, 4 Sekunden hinter dem, wolltest du mich verarschen? Und die anderen nochmal 5 Sekunden hinter mir? Hallo, was geht denn hier? So ein Luder, jetzt ist er immer noch 3 Sekunden vor mir, das geht ja gar nicht. Michelin Racing, okay. Aber wenigstens habe ich den einen schon mal überholt, aber dass der andere noch so viel vor mir ist. Oh, Erfolg freigeschaltet. Überstunden. Ich bin auch mal gespannt, wie lange geht Dirt 3 eigentlich? Wie lange geht eigentlich so eine Karriere? Weil ich möchte alles dann nur einmal durchfahren und sowas. Das soll ja auch irgendwann mal aufhören. Cool. Wobei der Mond ist gerade ein bisschen mehr wie ein Scheinwerfer, aber cool. Bei Nacht. Okay, das war ganz höherer gut. Höherer Antrieb verbessert den Grip in Kurven, ja, reduziert ja, aber meist auch die Höchstgeschwindigkeit. Ja, ja, ja. Radaufhängung einmal weicher, bodenfrei, das ist mir egal. Differential schwächer, passt schon. So, und an alle, die da immer rummosern, dass ich da so viel dran rumstelle und sowas, ich finde das total gut und das riecht mir, glaube ich, einfach mehr als diese Standardeinstellung. Wie das halt nur mal so bei so Profi-Rennfahrern wie mir üblich ist, braucht jeder Fahrer seine... Persönlich hat jeder Fahrer seine persönlichen Vorlieben. Oh Gott. Und ich werde es hassen, bei Nacht zu fahren. Ach du Scheiße. Und dann auch noch die Fassung. Ihr habt ja wohl nicht mal. Ach du Scheiße, wo geht's denn lang? Oh Gott. Oh Gott. Was? 60, Sprung vor 60, rechts 5. Ui, ui. Achtung, Welle über Strecke. 60. Links 6 mal spät. Oh Gott. Kehre rechts. Oh Gott. Oh Gott. 60. Boah, ist das fies bei dem Licht. Alle, hoppa! Da hat die Straße ja gleich nochmal ganz im Schwung weniger Kontrast und hebt sich viel weniger ab von der Umgebung. Vierter. Nee. Das können wir nicht auf den sitzen lassen. Dann schlägt uns der Typ auf jeden Fall wie Hulle. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und ich habe überhaupt nicht geguckt, wie viel Platz wir nach hinten hatten zu unserem Verfolger in den Punkten. Versuchen wir es mal so. Ich hoffe, da kann ich jetzt noch ein bisschen mehr rausholen und ich, ja, aber ich, das war natürlich gerade einiges an Zeit, was da fehlte. Da muss jetzt schon ein bisschen mehr kommen. So, ich bin gespannt, ob wir das rausholen können. Das hat zu viel Zeit gekostet. Es geht um Sekunden. Es geht um Sekunden. So, viel besser erwischt. So, jetzt müssen wir müssen die Topzeit anpeilen. Kuppelsprung in links 4, in rechts 5. Das Schlimme ist, wenn ich die Strecke jetzt 10-mal gefahren wäre, wenn ich wüsste genau, wo die ganzen Kurven alle hergehen. Das wäre super. Es
hätte auch schneller gehen können. Ne? Mist. Auch wieder nicht super erwischt, aber ich glaube, wir haben zwischendurch schon da 2 Sekunden bestimmt mittlerweile schon liegen lassen. Ach, ich erinnere mich. Das war, wo wir letztes Mal auch schon 2 Wiederholungen brauchten. Und das sah gerade schon wieder so danach aus. Im rechts 4 macht auf. Über Weide Ost bis Ziel. Ey, scheiße, immer noch Vierter. 5 Sekunden hinter dem einen Penner schon wieder. Verdammt. Wenn du so weiterfährst, ist dir die Einladung zu den Summer X Games sicher. Hey, wie wär's, wenn wir uns erstmal auf die Meisterschaft konzentrieren? Ja, genau, Meisterschaft. Ah. Bam, bam. 1300 Ruf, ja, immerhin. Okay, die haben wir schon mal gar nicht so schlecht abgeschlossen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal, mache jetzt gleich eine neue Aufnahme und dann probiere ich das mal aus, wie das ist mit diesem Übereinanderschneiden und so. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.